Heute gibt es 5 Videos mit 5 Tipps, wie du am besten und zum bestmöglichen Preis deine Immobilie selber verkaufen kannst. Das ist keine Serie. Wenn du also kein Video verpassen möchtest, dann lass mir jetzt ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du auch benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video davon da ist. Die Videos kommen, ich glaube, alle jede Woche eins raus. In diesem ersten Video geht es um das Thema, wie kriege ich möglichst viel Nachfrage und wie bereite ich das Objekt vor? Nachfrage ist natürlich der Hauptgrund dabei. Je mehr Nachfrage du kriegst, umso mehr interessante Gebote kannst du kriegen, umso mehr Interessente kannst du erreichen dabei. Dabei solltest du auf jeden Fall immer deine Immobilie im Internet präsentieren, möglichst weiter Zielgruppe, möglichst weit erreichen. Dann solltest du auf jeden Fall deine Immobilie einfach mal versuchen, aus dem dritten Blickwinkel zu betrachten. Überleg dir, gibt es irgendwelche Spuren, irgendwelche Abnutzungserscheinungen, die man vielleicht schnell und einfach beheben kann? Muss vielleicht der Vorgarten gemacht werden? Ist vielleicht das Rasenmäher nochmal vielleicht fällig, die Hecke geschnitten werden? Wie sieht das Klingeltableau aus? Kann man vielleicht nochmal neu beschriften? Also einfach, dass du einfach guckst, gibt es irgendwelche Spuren oder irgendwelche negativen Einflüsse, die man schnell und einfach erledigen kann? Da haben wir in der Regel so einen Erfahrungswert, so Reparaturen, kleine Reparaturen bis 1.000, maximal 2.000 Euro, lohnt sich in der Regel sofort durchzuführen. Größere Maßnahmen muss man schauen, ob man da den Return on Invest wieder erreichen kann, aber bis 2.000 Euro lohnt es immer. Ob es ein kleiner Anstrich ist oder ob der Gärtner ist, wenn man extra kommt. Wenn das Objekt schöner da sieht und schöner dasteht, hast du eigentlich immer den Vorteil, dass du gefälliger aussiehst mit dem Objekt und damit auch deutlich mehr Anfragen generieren kannst. Wir empfehlen noch dabei, das Objekt in dem Zuge auch nochmal einmal kurz aufzuräumen, kurz zu gucken, was braucht man wirklich noch dabei. Vielleicht auch schon mal dann ein, zwei Umzugskisten zu besorgen, wenn es die selbstgenutzte Immobilie ist, schon mal vielleicht Unrat wegtun, vielleicht da ein bisschen schon mal das Objekt vorzubereiten, unnötige Sachen rauszustellen, nicht benötigte Möbel vielleicht abzubauen, zu entfernen. Leere Räume wirken luftiger und größer und eleganter als vollgestellte Bürolager, ähnliche Möbellager, ähnliches Feeling ist eigentlich immer negativ behaftet. Dass du vielleicht schon mal da einfach durchgehst, einfach mal versuchst, so kritisch drüber zu gucken, geh deine Immobilie durch, überlege, was ist davon wirklich notwendig, was muss davon sein und was hat auch einen Mehrwert dabei. Und alles, was nicht wirklich notwendig ist, am besten rauspacken und damit kannst du deine Immobilie schon ein bisschen vorbereiten, kleine Reparaturen durchführen und dann geht es schon direkt weiter im nächsten Teil.